it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Fashion Haul für euch. Es hat sich einiges angesammelt. Die Sachen sind noch top aktuell, also falls euch irgendwas gefällt, dann geht auf jeden Fall mal los und schaut es euch selbst nochmal genauer an. Dieses Video soll quasi als kleine Inspiration dienen, aber dadurch, dass es wirklich einiges geworden ist, denke ich mal, werde ich das Video teilen müssen, weil es sonst einfach zu lange wird. Also wundert euch nicht, falls Teil 1 und Teil 2 da steht, dann wisst ihr Bescheid. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie ich durchkomme. Vielleicht schaffe ich es auch in einem Video. Ich habe dann auch noch was für euch. Eine kleine Überraschung. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was es denn so Tolles geworden ist, wie ich finde Tolles, also ich bin total begeistert und freue mich riesig, die Sachen zu tragen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich würde mal sagen, wir fangen mit meinem Lieblingsthema an, und zwar Schuhe. Ich habe mir einige Paar gekauft und wir legen jetzt einfach mal los mit den ersten, logischerweise. Und zwar sind es diese hier, die habe ich mir bei ASOS bestellt. Wie ihr sehen könnt, in Silber, die Farbe schlechthin. Ich kann mir die super gut vorstellen unter einen Jumpsuit, zum Beispiel einen schwarzen Jumpsuit und einfach was Schickes natürlich. Oder auch auf eine Jeanshose kann man sie auch tragen, also unter eine Jeanshose besser gesagt. Ich finde die total schön, die waren leider nicht ganz so günstig. Wie viel sie genau gekostet haben, weiß ich jetzt nicht, aber ich blende euch den Preis mal ein. Hier mit diesen Riemchen, ich habe sie auch schon getragen. Sie sehen zwar sehr, sehr hoch aus, sind sie auch, aber ich habe mich wohl gefühlt und konnte sie einige Stunden tragen. Von daher, ja, ganz, ganz toll, habe ich mich super gefreut, dass ich die ergattert habe. Dann habe ich noch ein paar Schuhe bei ASOS bestellt. Und zwar waren die reduziert, da habe ich mich total gefreut. Die haben um die 30 Euro gekostet. Regulär hätten sie, glaube ich, um die 90 Euro gekostet, also gar nicht so günstig. Sie sind von London Rebel. Und ich hatte die an auf der Berlinale, genau unter meinem schönen Kleid. Und ich finde die auch total schön mit diesen Riemchen. Ich finde es nur immer bei mir ein bisschen schwierig. Ich habe Angst, die online zu bestellen, weil ich dann nicht weiß, ob eben mein Fuß reinpasst sozusagen. Aber da passt wie angegossen auch dieser Schuh hier. Ganz, ganz bequem. Habe ich einige Stunden eben, wie gesagt, auf der Berlinale getragen. Und ja, ich meine, 30 Euro haben die gekostet. Also kann man überhaupt nichts falsch machen. Da könnt ihr gerne mal schauen. Ich kann mal gucken, ob ich die Produkte noch finde und dann würde ich sie euch unten in die Infobox einfach mal verlinken, damit ihr nicht suchen müsst. Dann kommen wir zu einem weiteren Paar Schuhe und zwar sind die von Schuhtempel 24. Und bei mir ist es ja so, dass ich recht klein bin, das wisst ihr ja mittlerweile alle schon. Und ich aber schon gern hohe Schuhe trage, die dann aber nicht ganz so schick sein dürfen sozusagen, weil das sonst overdressed schnell ist, ne? Und deswegen habe ich ein paar Schuhe gesucht, die zwar hoch sind, aber die man super auf eine Jeanshose, also unter eine Jeanshose tragen kann. Beziehungsweise diese hier jetzt zum Beispiel auch mit einem schönen Kleid, beziehungsweise einem Rock. Und ja, gefallen mir auch super gut. Eben hier mit diesen Schnallen, mit diesem goldenen Detail. Bei Schuhtempel 24 ist es übrigens auch immer so, dass gerade diese Schnallen geschützt werden mit so Papier außenrum, was ich auch ganz, ganz toll finde. Dann werden die Sachen auch immer in so einem Säckchen quasi geliefert, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist. Der nächste Schuh von Schuhtempel 24 ist dieser hier. Und zwar habe ich ganz, ganz lang nach Chelsea Boots gesucht. Und weil ich die einfach total schick finde, ne? Die kann man ja, sportlich kombinieren, die kann man natürlich aber auch schick kombinieren. Und ich fand dieses Paar Schuhe einfach der Hammer, als ich sie gesehen habe auf der Internetseite. Und als sie jetzt gekommen sind, war ich schwer verliebt. Ich habe sie auch schon getragen, schon des Öfteren. Super bequem mit meinen Kindern, wenn ich unterwegs bin. Also echt der Burner. Und dieses Grau gefällt mir total gut. Da zeige ich euch dann auch gleich was von Zara. Falls ich das in dieses Video packe, die Zara-Einkäufe, dann werdet ihr sehen, dass dieser Schuh hier dazu wunderbar passt. Schuhtempel 24 hat übrigens auch immer ganz, ganz tolle Aktionen. Bei Facebook seid ihr da immer up to date. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und dieses Täschchen, von dem ich vorhin gesprochen habe, sieht so aus, diese Aufbewahrung sozusagen, finde ich eben, wie gesagt, immer sehr, sehr schön, wenn die Produkte ankommen und man weiß, sie sind geschützt, gesichert
und man hat dann seine Freude daran. Jetzt kommen wir zum nächsten Online-Shop und oh mein Gott, als ich den entdeckt habe, habe ich mir gedacht, was bitteschön ist das? Warum bitteschön sehe ich den jetzt erst? Diesen Shop, wahrscheinlich ganz gut für meinen Geldbeutel. Aber ja, ich bin schwer verliebt. Auf der Internetseite gibt es ganz, ganz viele verschiedene Artikel, verschiedene Preise. Also von hochpreisig bis zu ja, ganz normal, also wie beim H&M zum Beispiel oder bei Zara. Ich habe mir dann gedacht, ich bin mal gespannt, wie die Produkte von der Qualität her sind. Und ich war echt total überrascht, weil die Sachen überhaupt kein Ramsch sind sozusagen, auch kein China-Zeug, um jetzt kein anderes Wort zu sagen. Und ich bin total begeistert. Ich habe da jetzt auch gleich noch was für euch. Ich zeige euch aber erstmal die Sachen. Und zwar nennt sich der Shop NAKD. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Nur damit ihr das jetzt mal gesehen habt und ich zeige euch jetzt meine neuen Schätze, die einziehen durften. OMG, wie gesagt. Wir fangen mal an mit dem ersten Oberteil und zwar ist es in so einem Boho-Style. Als ich das gesehen habe, habe ich mir das schon richtig gut für den Sommer vorstellen können. Das Ganze sieht so aus und hier hinten ist ein ganz besonderes Detail. Das ist nämlich dann nochmal so überkreuzt und es ist leicht bauchfrei, was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Und ja, das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Dann machen wir direkt auch mal weiter mit einem wunderschönen Schätzchen, das sehr, sehr edel ist. Auch ja, mit sehr viel Stickereien, aber eben ganz anders von der Machart her und vom Style. Und zwar spreche ich gerade von diesem Oberteil hier. Ja, ihr könnt schon sehen, mit ganz, ganz vielen Details. Ich habe es in der Größe S genommen. Ich habe einfach gemerkt, als ich es mir angezogen habe, dass es ein ganz, ganz kleines bisschen zu eng ist, einfach oben rum. Aber es passt mir natürlich. Das werde ich auf jeden Fall tragen. Ganz, ganz schick, vielleicht eine schwarze Hose. Oder auch auf eine Jeanshose. Ganz, ganz toll. Jetzt kommen wir zu einem Oberteil. Da freue ich mich auch schon total, das zu tragen. Was nämlich bedeutet, dass dann der Sommer da wäre, wenn ich dieses wunderschöne Kleidchen oder Oberteil tragen werde. Und zwar ist es, ja, dieses hier. Es ist sehr, sehr durchsichtig. Ein wunderschönes Spitzenoberteil. Es ist bei diesem hier so, dass ich mir das vorgestellt habe, entweder dann, wenn ich im Schwimmbad bin, ein Bikini drunter oder am Meer oder eben mit einem ja, weißen Oberteil, das durchgängig ist, eben eng, damit man nichts durchsieht. Und dann eben dieses wunderschöne Spitzenkleidchen hier drüber. Es hat hier auch nochmal diese Cutouts an den Schultern. Also wie gesagt, das ist einfach ein absoluter Hingucker meiner Meinung nach. Dann habe ich noch ein Kleidchen bestellt und das hat mir auf der Internetseite super gut gefallen. Als es dann angekommen ist, war ich ein bisschen enttäuscht, weil es mir leider zu lang ist. Ich finde Details trotzdem genial und ich werde es einfach so machen, dass ich diese kleine Kordel hier dafür nutze, dass ich das Ganze quasi mir um den Bauch enger mache und das Ganze dann so ein bisschen rausziehe, dann ist es nicht mehr ganz so lang und dann passt es auch mir. Also dieses Kleid finde ich auch, wie gesagt, wunderschön dann für den Sommer. Und jetzt habe ich noch ein letztes Schätzchen aus diesem Online-Shop. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, das Kleid. Das kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, wenn man dann schön gebräunt ist und vielleicht ein bisschen schicker essen geht. Und ja, das sieht so aus wie ihr sehen könnt, auch wieder mit ganz viel Spitze. Hier unten hat so Trompetenärmel und ja, dieses Kleidchen hier gefällt mir eben, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Und damit ihr auch viel Freude habt, falls ihr mal auf der Internetseite seid von NAKD, dann habe ich einen Rabattgutschein für euch. Ihr könnt nämlich da 20% sparen. Schaut einfach mal unten in die Infobox, da verlinke ich euch auch nochmal alle Produkte, die ihr jetzt hier gerade gesehen habt, alle Kleidchen bzw. Oberteile. Dann könnt ihr da auch nochmal drauf schauen. Vielleicht ist das Ganze auch was für euch. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren Schätzen, die bei mir einziehen durften. Und zwar sind sie vom Online-Shop meiner Freundin Mayra. Mayra Joanne heißt ihr YouTube-Kanal. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle schon. Ihr Online-Shop, der heißt Le Chic Boutique. Und ich habe mir diese wunderschöne Jacke hier gekauft bei der lieben Mayra. Und zwar ist es eine Übergangsjacke. Und ich glaube, das ist so ein Frauending. Also mein Mann, der glaubt mir das immer nicht, dass es Übergangsklamotten gibt. Aber die gibt es natürlich. Es gibt nämlich eine Jahreszeit, die vom Kälteren ins Wärmere geht und da braucht man eben die Klamotten dazu. Ja, so erkläre ich das meinem Mann. Also auf jeden Fall habe ich mir diese
wunderschöne Jacke hier bei der Mayra gekauft. Der Stoff, der ist mal was anderes. Der ist richtig, richtig schön. Und durch diesen Wasserfall hier ist es einfach mal ein Hingucker, wie ich finde. Sehr, sehr angenehm zu tragen und gefällt mir wahnsinnig gut. Die liebe Mayra hat mich dann noch überrascht. Und zwar hat sie mir einen wunderschönen Pulli noch mit rein, von dem ich nichts wusste. Dafür bedanke ich mich natürlich nochmal recht herzlich bei dir. Mir gefällt er nämlich sehr, sehr gut. Und zwar ist es in diesem wunderschönen dunklen Bordeaux-Rot mit diesen schönen schwarzen Applikationen, mit diesen Details hier. Habe ich auch schon des Öfteren getragen. Da denke ich immer an meine liebe Mayra. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr noch was Besonderes sucht, dann schaut auf jeden Fall mal beim Online-Shop meiner lieben Mayra vorbei. Den verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Sie gibt sich immer wahnsinnig viel Mühe. Sie packt das alles mit so viel Liebe ein und verziert es nochmal schön. Also in diesem Online-Shop steckt wirklich wahnsinnig viel Liebe. Und ich habe jetzt schon gemerkt, meine Lieben, dass ich wieder wahnsinnig viel gequatscht habe. Und das fand ich übrigens bei meinem DM-Haul auch so schön, dass viele von euch gesagt haben, dass es toll war, dass ich quasi über jedes Produkt nochmal was gesagt habe, euch eine Review dazu abgegeben habe und nicht einfach die Produkte in die Kamera gehalten habe, weil ich denke, das können wir alle. Also wir können alle einkaufen und es in die Kamera halten, aber ja, ich muss einfach immer was dazu sagen. Ich weiß auch nicht. Das ist halt so. Das bin halt ich. Und dadurch, dass ich jetzt so viel gequatscht habe und euch aber noch einige Schätze zeigen möchte, mache ich es wirklich so. Ja, genau, Telefon wie immer, wenn ich Video drehe. Ich mache es jetzt einfach so, dass ich das Video teile. Ich habe noch zwei wunderschöne Taschen, die ich euch zeigen möchte und meine Zara-Einkäufe, die echt viel sind, aber wahnsinnig schöne Sachen dabei. Und ja, deswegen teile ich jetzt das Video. Ich hoffe natürlich, dass ihr beim zweiten Teil auch mit dabei seid. Jetzt lasst es euch erstmal gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!